Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder dem neuen Staffelbeginn von Bigfoot. Wir haben in der letzten Folge das erste Mal erfolgreich Bigfoot umgebracht, aber nein, es geht natürlich weiter. Die Serie endet damit nicht, sondern wir sind jetzt auf einer anderen Map. Wir sind auf der, wo wir am Anfang waren. Und wir haben uns gedacht, warte mal, wir haben ihn jetzt auf der anderen Map geschlagen. Wir haben gehört, sein Bruder, der andere Bigfoot, der lebt hier. Und dem werden wir heute nachgehen und brutal umbringen, zur Strecke bringen. Und ich hoffe, wir schaffen es. Also, Chancen sind gut. Das ist richtig. Aber kann natürlich sein, dass er stärker ist, der Bigfoot hier. Außerdem ist das der ganze Bereich auch etwas kleiner, glaube ich, ne? Ja, der ist viel kleiner. Also mal sehen. Ich bin gespannt. Was sind deine Einschätzungen? Schaffen wir es? Das ist eine gute Frage, weil wir haben diesmal einen Nachteil, wir kennen die Map nicht ordentlich. Egal. Wir sind noch mehr Tote auf der Map. Hast du Munition? Ich habe ja alles mitgenommen, was ich gesehen habe. Munition? Hast du Munition? So. Also 9 mm. Ja. Dankeschön. So, dann. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt wieder auf der Map performen, weil wir hatten unseren Höhepunkt ja jetzt in der letzten Staffel. Und jetzt mal sehen, ob wir uns hier so... Ich meine, hier ist auch, glaube ich, viel weniger Loot dadurch, dass es kleiner ist. Bigfoot kann auch viel Leichnam bekommen. Weil er so klein ist. Ja, vor allem hier sind halt auch so wenig Häuser. Ja. So wenig Möglichkeiten. Das ist, als wenn du auf einem Dorf wohnst. Ja, ich kenne das nicht. Ey, aber diese Bäume hier, ne? Ja. Die sind so viel riesiger. Der in der Mauer, guck dir den mal an. Der ist voll schief. Ja. Eines Tages wird er umfallen und dann wird er auf irgendeinen Zivilisten treffen, weil jeder weiß, hier gehen wahrscheinlich 5000 Personen am Tag lang. Nano. Nano, du kleine Laternenzerspringer. Entschuldigung. Aber hier ist so, Bigfoot hat hier so sein Holzhacker-Theme so, weil er holzhackt hier immer so ein bisschen herum. Scheinbar auch sein ist so Teile aus den Bäumen runterfallen. Wie meinst du? So, wie heißen die diese? Fallen? Kastanien oder so, wie die auch heißen. Achso, Kastanien, ja, oder Eicheln. Ja, genau. Ja, das kann sein, dass sie hier runterfallen. Also ich hatte letztens den Gedanken, wie wäre es wohl, wenn Katzen fliegen könnten? Was hast du für Gedanken? Weiß ich nicht. Also wäre irgendwie cute, aber ich hätte auch Angst, dass meine Katzen abhauen. Weil das tun die auch so nicht. Ich hätte Angst, drin dass Katzen. Ob man sich an die ranhängen könnte so? Könnte ich so zu meiner Katze sagen, Charlie, komm, lass zu Netto fliegen. Und wir würden zu Netto. Obwohl, Junge, warum nehme ich denn überhaupt Netto? So. Weißt du, ich hätte voll Angst, dass die da aus einer Fledermaus wird. Aus einer Katze? Ja. Ich muss sagen, Sammy, meine zweite Katze, sieht ein bisschen aus wie eine Fledermaus. Also bist du damit eigentlich sogar ganz korrekt. Das könnte sehr wohl vorkommen. Sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Fledermaus. Aber eine süße Fledermaus. So Batman-mäßig. Ja. Batman ist nämlich auch ein Süßi. Echt? Ist das so? Das ist ein Süßi, ja. Also Batman? Hä? Also Batman? Achso, ja, meine Katze auch. Aber Batman ist auch ein Süßi hier. Okay. Schon so ein kleiner Purzelbaum. Oha, wie lange geht das hier noch? Ich wollte schon sagen. Scheiße, ist das Ding lang, ja. So ja. Ey, in echt würde das voll Bock machen. Ja. Warst du schon mal in so einem Kletterwald oder so? Aber mir oben gibt es einen. Hä? Also oben. Ja. In der Nähe gibt es einen, meinst du? Ja, genau. Ich hab kurz vergessen, dass du nicht bei mir wohnst. Wow. Ja, ich hab mal kurz vergessen, dass du 9 Stunden von mir weg wohnst. Das passiert mir mal so jeden Tag. Ja. Warte mal. Okay, also ich war auch mal warst du da klettern? Ja. Okay, gut. Weil ich war nämlich auch mal im Kletterwald. Hier waren wir noch nie drin in dem Baumhaus. Voll geil. What? Das ist voll cool hier. Ich hätte mir sowas als Kind sowas von gewünscht. Ich war da auch klettern und... Boah, das ist schon ewig her. Ich glaube, da war ich 14 oder so.
Oh. Oh, hier ist ein Brief. Ich war für eine Weile bewusstlos. Mir geht es inzwischen besser, mach dir keine Sorgen. Als ich nach dir suchte, Peter, habe ich gesehen, dass Ruby tot neben dem Wasser verliegt. Was ist passiert? Ich habe Angst. Monika Chambers. Wieder die Monika. Was hat die hier oben getrieben? Was ich sagen wollte, da war ich noch ziemlich jung, also 14 oder so. Oder 13 kann ich da sogar gewesen sein. Ich weiß es echt nicht. Und da war, ich glaube, ich war 13, ja. Und da sind wir so klettern gegangen und ich bin so in, ich glaube, ich hatte in 3, 4 Tagen Geburtstag zu der Zeit. Und da war dieses Extreme-Klettern und das war ab 14. Und ich wollte das machen, weil der Rest war ziemlich lame und ich war so, ey, komm. Ich möchte was machen, was Spaß macht und ich glaube, das ist geiler. Und dann sind die so, ist erst ab 14, ich so, ja, ich werde in 3 Tagen, aber 14. Und die waren so, nö, 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 nö. Also, ist mir auch sogar so die 3 Tage, dann kommst du in 3 Tagen nochmal wieder, was? Ja, dann mit einem Schulausflug. Und, naja. Da ich eh immer meist mit der Älteste aus der Klasse war, war das kein Problem, weil die anderen es auch nicht machen konnten und dann war man nicht eifersüchtig, aber trotzdem. So hören sich die immer an. Hä, hier sind ja voll die coolen Sachen, die wir die letzten Male nicht entdeckt haben, oder? Ja. Kann man voll hin und her sliden, das ist mega cool. Die Map ist eigentlich nice. Ist das eine Pizza? Ist das hier etwa eine Pizza tatsächlich? Oder ist das eine Calzone? Ja? Ein Dixie-Klo. Ich hab gedacht, du hast gesagt Pixie. so eine Mischung aus Bigfoot und einem Dixie-Klo. Hä? Hat der Van hier drin einen Teppich? Was ist denn das? Nee, hier ist irgendwas reingeschrieben in den Van. Ach nee, hier, Hopeless. Ah, das ist ein bisschen reingeglitscht. Bei mir ist es safe. Er steht an der anderen Seite. Hier. Drohnenbatterie, hast du die Drohne? Warte mal, ja. Okay, dann gebe ich dir die mal. Mir fällt auf, ich habe keine Fallen mitgenommen. Fallen? Ich habe alle. Oh. Alles gut. Ich habe die mitgenommen, keine Sorge. Ey, die Map ist größer, als man denkt. Ja. Ja, wir haben da vor mir gefühlt nur ein Viertel gesehen, habe ich das Gefühl. Du hast Essenskasten vergessen, 3 Stück waren hier drin. Was habe ich vergessen? 3 Stück Erste-Hilfe-Kasten waren hier. Oh, was? Oh, das wäre richtig schlimm gewesen, hätte ich die vergessen. Nimm mal den Gaskanister mit, ich habe schon einen. Ich habe noch was für dich. Oh. Mensch. Ich habe 5 jetzt. Alter, ich meine ab. Geizhals. Warte. Erstmal hier. Oh. So, was gehört? Die Scheiße jetzt. Wollt ihr mich verarschen? So ein bisschen. Warte mal. Meinst du das Hackmesser? Nein. Ich hab nämlich ein Hackmesser. Hä? Ich hatte 9mm Patronen. Oh. Warum hab ich die mitgenommen? Ja, das Hackmesser einfach. Damit fäll ich jetzt einen Baum. Ich sag dir, ich werde es schaffen. Oh, hier hat jemand zugestellt. Ja, ich habe dich vergessen. Also, wo genau? Im Haus vergessen. Hier, warte. Schade, dass man hier nicht reinkommt. Hier. Oh, dankeschön. Oh, bitteschön. Ich habe ja eh schon das Gewehr, ne? Ja, achso. Aber trotzdem, danke. Ja, bitteschön. Kann ich wenigstens damit rumlaufen und mich ein bisschen sicherer fühlen. Dann kann ich so ein bisschen Grove Street-mäßig herumlaufen und dann werde ich die Pistole nur in einer Hand halten und schräg. Ey, Junge. Und meine Unterhose viel zu hoch ziehen. Wir haben so viele Erste-Hilfe-Kasten, ich habe wieder einen gefunden. Alter, was? Und Bigfoot war ja bisher noch nicht mal da. Ja. Den Jungen machen wir sofort wieder fertig. Kein Problem. Er hätte auch einfach nett fragen können, wenn er seinen Arsch gewuppt haben möchte. Wir haben diesmal keine Shotgun. Stimmt. Ich hab Munition für die Shotgun gefunden, also falls wir eine finden, dann... Ich auch. Okay. Na dann versuchen wir es. Ja. Ich höre es rascheln im Busch. Ich höre regnen. Bigfoot hat nicht gedacht, dass er zu hören ist, aber seine monströsen Arschhaare rascheln in dem Baum herum.
Man könnte jetzt denken, dass sie einfach nur runterhängen. Aber nein, dadurch, dass es schon Winterbeginn ist und sie nass werden, frieren sie ein und bilden sowas wie Flügel. Und da ergibt das Wort Arschgeweih nochmal einen ganz anderen Sinn. Oh Gott. Junge. Er geht die so. Oh Gott. Junge. Was sie so Hörner. Oh, hast du die Kamera mit? Ne, ich hab die mit. Ein paar extra Points. Gibt das? Ich glaube, das gibt extra Points, wenn man die mitnimmt. Die ganzen Fotos und so. Denke ich. Ist gut, Bär, ne? Oh, ist so friedlich. Ist ja ein Süßi. Baby. Junge. Denkst du, Mr. Bean... Denkst du, Mr. Bean würde einen echten Bär adoptieren? Er wäre so... Oh, where's my bear? Geht's auch einkaufen. Seine Nachbarin unten... Oh Gott, ich wurde gerade einfach von dieser... Was war das? Ja? Mich hat ein Baum getroffen! Oh, ich sehe es gerade. Mann, ich habe mich voll erschrocken. Seine Nachbarin unten wäre so... Mr. Bean, was ist das? Und er war so... Mr. Bean, das ist dein Bär, oder? No, it's not mine. Er würde es komplett wegstreichen, obwohl sie immer zu von oben so Bärenschreie gehört hat. Yeah. Mr. Bean, was sucht der Bär im Haus? Der Haus ist out of work. It's a tree. Ein typischer Mr. Bean-Moment. I wanted to cook him. Oh Mann. Mr. Bean, der gute Alte. Ach, Len, ich liebe dich. Ich auch. Ey, das sieht aus wie eine monströse Arschritze. Oh Gott, Hilfe! Was passiert hier? Ich glaube, Bigfoot ist Mr. Bean-Fan und hat sich so gedacht, der macht sich über die lustig. Der lacht sich gut. Das toleriere ich nicht. Oh, Code. Hey, Mr. Ach, Bean, die machen sich über dich lustig. 8, 4, 1, 2, okay. Dafür erstmal den ganzen Weg zurücklaufen. 8, 4, 1, 2, okay. Denkst du, hast du also auf die Farbe geachtet? Kann nämlich auch ein anderer Safe sein. Also das war rot, habe ich auch gesehen. Warte mal, lass hier erstmal in den Baum reingucken. Ich glaube, das ist dieser Baum, wo was drin ist. Oh. God damn. Ich glaube, den kann man betreten. 8412. Oh, ein Totem. Oh. Wow. Normaler Tag in Amerika. Gehst aus dem Haus, wenn du Detroit liebst. Oh, ein Totem. Was will Mr. Bean sagen? Oh, also, ich finde, der ist in England. Ja, der ist Engländer, der wird sagen, oh, yummy, with beans. delicious snack. Rain in front of my door. Stop. Oh mein Gott, Junge! Alter, fucking Blitz! Alter, Junge, ist direkt vor mir eingeschlagen. Drei? Nein, bei mir ist direkt vor mir einer eingeschlagen. Ach so, oh, nee, das war so laut, ne, was bei dir noch lauter wahrscheinlich. Ja, das war direkt vor mir. Junge. Ich hab mich richtig erschreckt, Digga. Erstmal Stromrechnung begutachten nach dem Einschlag. 8412. Junge. Gott. Ist der Safe hier gewesen? Ja, hier. Okay. Mal gucken, was drin ist. Alter, ich sehe hier gerade, der Baum ist immer noch in Flammen. Ja. Hä, es ist falsch. Aber hast du den jetzt ernsthaft? Hast du ihn vergessen? 8412 war's. Ja. Hä? Robby, du mal. Oder bist du wieder farbenblind? Nano, das ist kein Rot. Ach so. Nano, das ist schwarz. Ach so. Ich glaube, wir haben den falschen. Du hast die Munition vergessen hier. Oh. Ey, ich glaube, in dem Haus war ich nicht. Doch, da warst du. Okay. No. Ja, wir... Toll.
sind wir hierher gelaufen und ich sag noch, kannst du dich noch an die Farbe erinnern? Ja, ja, war rot, war beides rot. Stehen hier vor, es ist schwarz. Junge, so ein Nano-Move. Haben wir irgendwo denn rot gesehen, ist die Frage. Oh, Voice Crack. Ist die Frage. Aber einfach zu Chris Griffin mutiert. Dad, ich weiß nicht, wo Bigfoot ist. Ich kann nicht mehr. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo wir hier... Wahrscheinlich auf der anderen Seite der Map. Wir waren wahrscheinlich direkt daneben so. Wir standen daneben. Dieser Schrank hat uns schon förmlich angeschrien und hat gesagt, öffne mich. Und Nano so, ich glaube, der war rot. Ich guck mal kurz. Ich hab den Code noch. Hier ist ein Waschbär. Ich wusste nicht, dass du deinen Kumpel mitgebracht hast, Nano. Oh. Oh, der Arme. Hallo, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn mal in Ruhe. Hey, der hat's nicht verdient zu sterben. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich fühle mich verdammt schlecht deswegen. Der arme Waschbär. Ja. Egal. Es tut mir leid. Er ist jetzt an einem besseren Ort. Die Doktoren haben ihm eh nur noch einen Tag gegeben. Junge, es passiert gerade so vieles, ne? Ja, ne? Ist vollkommen chaotisch, diese Folge bisher. Ich meine, wir hatten sogar Mr. Bean hier. Ich glaube, ich bin der Kapuziger. Ja, Mr. Bean. Immer dieses Aufregen von Mr. Bean finde ich so geil. Wer regt sich so auf? Imagine, du bist so im Krankenhaus. Mr. Bean sitzt so auf diesem Untersuchungstisch. Der Doktor so, Mr. Bean, können Sie bitte Ihre Wiener auspacken? Wir müssen Sie auf Hodenkrebs prüfen. Mr. Bean packt so seinen Wiener raus und der Arzt so, das sieht nicht gut aus, Mr. Bean. What's wrong? Mr. Bean, ich muss Ihnen leider sagen, Sie haben zu viele Bohnen gegessen in Ihrem Leben. Junge. Ich nenne diese Folge einfach Bigfoot ist Mr. Bean. Ich glaube, da wären wir uns alle einig. Irgendwie dein Voice Crack kriege ich aus meinem Kopf nicht mehr raus. Welchen Voice Crack? Raucherlunge auf einmal. Junge, ich sterbe jetzt so und das Einzige, woran man sich erinnert an mich, ist so mein Voice Crack. Auf wen fehlt meine Erinnerung? Sein Voice Crack. Sein Voice Crack. Junge. Warum kommt Bigfoot eigentlich nicht? Ist irgendwie. Ich weiß nicht. Er ist einfach despawned. Vielleicht ist er wirklich. Ja, hier ist der Scheiß-Tresor. Ah, mach auf. Ey, ein Wunder, dass du die überhaupt noch wusstest, ne, den Code. Er war Dynamit. hier ist einfach ein Stein an der Fuß. Ey, ist ein Walkie-Talkie. Ja, aber kann man nicht nehmen. Oh. Nee, du. Menschenkinder. Der will den Bürgern hier direkt wieder alles entnehmen. Millen. Finde ich nicht korrekt. Komm mal zu mir. Ja, hier ist ein Stein an der Fuß, hab ich doch gesagt. Ach so. Nano, ich werde mir jetzt deine Oberwaden mitnehmen mit meinem Hackmesser. Hopp. Nein. Was sind das hier für Fässer? Junge, hier hat einfach Jason gewohnt. Oder wohnt noch Jason Vorhaut. Er wohnt hier. Hier und jetzt. Eine Schubkarre. Können wir uns reinsetzen und dann können wir uns gegenseitig schieben. Das wäre eine Idee. Wow. Ganz ehrlich, ich frage mich, wo Bigfoot ist. Ich mich auch. Oh, er kommt. Oh, er ist vor mir. Mama Maria Christus, er ist aus dem Fenster raus. Warum ist die Tür nicht zu? Er hat ein Glory Hole in die Tür gemacht. Alter, hier ist Johnny, macht er gerade. Hier ist Johnny. Ach Gott, oh Gott. Hier ist Johnny. Warte. Nochmal. Warte, ich war auch. Nochmal. Junge, oh Gott. Verdreckt an einem Tag verschwinden.
Er hat mich in seinen Griffeln. Er brennt. Warte. Er ist auch reingekommen. Oh ja, da ist er. Nein, lass mich los! Oh Gott. Nicht im Schlafzimmer, was machen Sie? Denken ab. Die Leute hier im Camp sind alle minderjährig, was treiben Sie? Wo ist er hin? Er ist draußen. Er ist zu mir. Ja. Mach. Let's go. Oh, das ist auch abbekommen. Ich krieg's irgendwie immer ab. Du kriegst es immer ab. Du bist pessimistisch. Ja. Du kriegst das immer ab. Mann, ich brauch nicht Shotgun. Ja, sowas von Sniper, zack, der Marine. Ja. Oh, ich hab den perfekten Spot gefunden. Oh. Einmal um den Tisch laufen, wir machen hier so eine Tischroutine. Guck, er kann mich nicht angreifen, wenn ich auf dem Tisch stehe. Ja. Alter, oh, guck mal, er kann wirklich nicht. So, er hat mich jetzt getroffen. Okay, das war ihm zu viel. Reise nach Ryu. Ich kann nicht aussprechen. Jerusalem. Wollte er nicht spielen. Alter, mich wieder hast du bitte? Ich hab noch 3 Stück. Alter, das war bitte nicht. Wollen den Jungen doch noch am Leben lassen. Obwohl. Nee. Rennt. Oh mein Gott. Ich glaube, die. Ich hab den damit. Stimmt ja. Au. Shit. Warte, machen das. Nein. Wir setzen ihn vom Haus. Oh Gott, das wird schief gehen. Wo ist er hin? Ah, der ist weg. Nein. Was? Der Junge ist weg. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Denn immer das. Hast du das Dynamit wieder eingepackt? Ja, wir haben ein paar gut Schaden gemacht, die anderen. Ein Viertel von ihm haben wir Schaden. Ich glaube, er hat am Anfang 800, also ja. Wir haben ganz gut Schaden gemacht, würde ich behaupten, aber ich habe fast keine Munition mehr. Er schreit jetzt nach seiner Mom. Wie viel Munition hast du für die Sniper? Ich habe 88. Kannst du mir ein bisschen was abgeben? Ich habe nur noch 6. Mal sehen. Mal sehen. Da gehört er nicht. Spaß. Hier Pistole erstmal. Oh, dankeschön. Bitteschön. Hier. Dankeschön. Bitteschön. Junge. Bigfoot so. Ich hasse dich. Bigfoot sieht so, Mr. Bean sieht so Bigfoot und sagt so, Toddy. Ja. Umarmt ihn so. Ich mein, die Founder von dem Spiel, also die Developer, die verschenken gerade einen Bigfoot Plushie. Also wer weiß, vielleicht wäre das was für Mr. Bean. Vielleicht wäre das was. Wer weiß. Maybe. Hier liegt noch eine Pistole, ne? Oh. Nehmen wir mal mit. Schieb sie dir aber sonst vorhin. Also, okay. Ich habe eine Autobatterie gefunden. Können wir flüchten? Ja, wo ist die Pistole? Die liegt da auf dem Stuhl ganz quadratisch praktisch. Guck hier, auf diesem kleinen Stuhl. Warte, ich gebe dir noch Moni dafür. Ich hab mal 10 Stück. Muss reichen, ich habe selber nur 20. Jetzt brauche ich Signalpistolen. Munition. Ha? Ich habe nur noch einen Schuss für die Signalpistole. Ich habe gar keinen mehr. Wir haben die komplett verschwendet. Egal. Wir waren so verschwenderisch mit unserer Beute. Das geht schon, mein Freund. Das geht schon. Ich nehme den coolen Weg. Für coole Kids. Yeah, ich bin das coole Kind. Hier ist eine Leiche. Oh, das habe ich nicht gesehen. Gut, dann hätte ich jetzt mit dem coolen Weg hätte ich eine Leiche nicht gefunden. Also, Kinder merken. Was geht, Peter? Überraschung. Hey, was meinst du? Einfach auf, ich glaube es nicht, aber ich sehe, du hast eine gute Neuigkeit. Meine Tante hat eine Aufgabe im Nationalpark, jemand hat gesagt, dass dort komische Tiere sind, so Bären oder so, jedenfalls, was? Jedenfalls, wir könnten mit ihr mitgehen. Na, du, ich lese die Briefe das nächste Mal vor. So, hier ist eine Luftmatratze, willst du dich hinlegen? Warte, ich lese doch durch. Das ist ein Handy, okay? Lass mich. Boah, Junge, was ein Chatverlauf. Junge! Kann man darüber noch anrufen? Ich meine, anscheinend ist ja noch so. Also, sind 21% sind ja noch. Ach du Maus. Kann man auf Insta gehen? Kann man ein Foto machen? Wir kurz ein Selfie machen, so, ey, lol. Die vorherige Handybesitzerin ist gerade gestorben.
Lol. Hashtag cool. Hashtag tot. Hashtag. Wie heißt sie? Peter Mills. Nein, sie hat mir Peter Mills geschrieben. Achso, ja. Sie wird doch nicht Peter Mills heißen. Oder? Ja, ich gut, ich will nichts unterschreiben. Okay. Na gut, Leute, das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein mit dieser beanigen Folge heute. Ich weiß auch nicht, was heute mit Mr. Bean los war. Keine Ahnung. Nein, okay, ich hoffe. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.